Dankeschön. So, damit müssen wir jetzt erstmal klarkommen. Die Suizidrate in diesem Saal steigt nach diesem Vortrag drastisch an, weil natürlich das halbe Plenty Markets Team nach wie vor im Homeoffice arbeitet und irre Zoom-Fatigue ist, weil Analytiker, die uns so wertvolle Zahlen liefern, immer alles kaputt machen. Und was war das Dritte? Habe ich jetzt vergessen. Mist, da war noch eine Pointe. Ach ja, Jan, du hattest doch vorher deine Superzelle beschrieben. War das nicht ein demokratischer Prozess? Ich glaube, das funktioniert alles so nicht. Aber ich bin gespannt. Superschöne, interessante Impulse, viel zum Nachdenken. Wenn ihr euch damit befassen wollt, es gibt ganz viele interessante YouTube-Videos, die man sich angucken kann, wo das auch teilweise noch deutlich weiter ausgeführt wird. Ich stelle Dieter Lange jetzt keine Einzelfrage, weil wir haben so viele Fragen jetzt gleich für diese kleine Schlussrunde. Aber vorher noch einmal der Pitch. Ihr habt es bisher nicht ans Saalmikrofon geschafft. Vielleicht schafft es in dieser Runde. Jeder Impuls, jede Frage, jeder Kommentar zu einem der Themen, über das wir sprechen, wäre willkommen. Also auch Kritik, auch was auch immer euch einfällt. Wenn wir ein bisschen in Dialog kommen, dann sind wir ja schon in der Stimmung, die wir nachher auch fürs Feiern brauchen. Wir haben uns 5 Themen ausgedacht, ganz große Themen, und versuchen die immer von oben nach unten durchzudeklinieren, also vom großen Bild hin zur Bedeutung für Handel und Onlinehandel. Wir werden vielleicht nicht alle 5 schaffen. Wir haben 25 Fragen insgesamt. Das macht aber gar nichts, weil jedes Einzelthema ist super spannend. Wir haben die Themen auf der Agenda Nachhaltigkeit, und wir haben ja gerade schon eine wunderbare Vorlage gekriegt für die Diskussion. Und als Zweites kommt Purpose, Herr Lange. Also insofern, ich sehe Ihre Rolle in diesem Zusammenhang schon sehr deutlich. Dann wollen wir ganz kurz mal ein bisschen technischer werden, reden über das Thema Supply Chain. Sehr interessantes Thema, wie ich finde, betrifft euch ja alle. Dann hätten wir noch das Thema, was macht denn die künftige Regierung mit dem Thema Online-Steuer? Gibt es separate Steuern für Plattformen und Händler, um irgendwie dem Handel was auszugleichen? Und als Letztes würden wir uns noch der Frage widmen, was brauchen wir denn noch an digitaler Infrastruktur in Deutschland? So, wir heißen nochmal alle 5 Speaker hier auf der Bühne willkommen, und ihr müsst einfach applaudieren, solange bis sie oben sind. Wir begrüßen Lena Schaumann, wir begrüßen Christian Rieck, wir begrüßen Dieter Lange, Jan und Bernhard. Danke. Die Herren dürfen außen, die Dame auf einen der beiden Mittelplätze, bitte. Also tendenziell. Sehr schön. So, ich setze mich ganz außen. Rück das mal so ein bisschen ein, damit ihr mich auch sehen könnt. Und wir fackeln gar nicht lange, sondern steigen gleich ein in das Thema Nachhaltigkeit. Bevor uns Dieter Lange sagen kann, wieso dieses Thema sowieso Quatsch ist, fangen wir doch einfach mal mit Lena an. Das gebührt natürlich auch die Ehre der Dame, nämlich Möbel, Nachhaltigkeit, ein Thema, das an sich echt eng miteinander verzahnt ist. Aber ich möchte von dir mal wissen, als Händlerin auch im Retail, ist das, was bei euch im Laden überhaupt schon ankommt? Fragen die Leute tatsächlich danach, wo kommen die Produkte her, was ist das für ein Holz, wie ist es verarbeitet und kann ich damit meinen CO2-Footprint mindern? Tatsächlich noch viel zu wenig aus meinen Augen. Also es passiert ganz, ganz, ganz selten. Und ich glaube, habe immer das Gefühl, wir beschäftigen uns intern schon viel mehr damit, als der Kunde tatsächlich danach fragt. Also es ist vor allem noch nichts, wo der Kunde bereit ist, im Zweifel zum Beispiel auch ein bisschen mehr Geld für auszugeben. Nachfrage dazu, da es deine Herzensangelegenheit ist, treibst du es trotzdem weiter, traust du es trotzdem voran? Klar. Gibt es Widerstände im Unternehmen, die sagen, also irgendwelche Sales-Leute, die sagen, hey, verkauft nicht? Nein, zum Glück nicht. Nee. Also da ist die Überzeugung, glaube ich, groß genug, dass wir da was machen müssen. Schönes Beispiel. Ich glaube, Dieter Lange hätte deinen Vortrag sehen sollen, weil da sind wir schon ziemlich nah dran an der Idee. Christian Rieck, wenn wir mal auf das Thema ein bisschen größer gucken, Nachhaltigkeit ist so ein großer Begriff, wir können ihn ja schwer sogar greifen, aber existiert da, spürt da der Forscher Disruptionspotenzial oder ist es eher was evolutionär in die Gesellschaft diffundiert, wenn überhaupt? Nachhaltigkeit ist ja eine logische Notwendigkeit. Also wir machen uns das ja meistens nicht klar, aber wir können ja nicht dauerhaft nicht nachhaltig sein. Also irgendwann müssen die Reservoirs wieder aufgefüllt werden. Und infolgedessen glaube ich, dass die Frage sogar eher falsch gestellt ist. Ja, das, wie gesagt, es muss in irgendeiner Form da sein. Übrigens würde ich auch dem widersprechen, was Sie vorhin gesagt haben, ja, mit dem Regenerieren. Natürlich ist das ein Teil der Nachhaltigkeit, aber das ist nicht was Alternatives, sondern es ist etwas, was automatisch mit dazugehört. Ich sage da gerne was dazu. Ja, klar, dafür sage ich es ja. Ja, nur zu. Je mehr ihr untereinander diskutiert, umso besser.
Und dann vielleicht nur kurz, um das zu Ende zu sagen, mit dem Disruptionspotenzial. Das ist wie immer eine Geschichte, dass man sozusagen auf so einen Slippery Slope draufkommen kann. Und das kann dann sehr schnell gehen, kann aber auch langsam andauern. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das, also um es mal ganz pathetisch zu sagen, wenn die Menschheit überlebt, dann wird sie das geschafft haben. Und im anderen Fall halt nicht. Okay, das ist eine sehr wissenschaftliche Aussage. Der Erde ist es ja auch egal, ob wir da sind oder nicht. So, Dieter Lange, die Replik zum Thema Regeneration versus Nachhaltigkeit. Ich habe ein rein baubiologisches Haus gebaut mit nordisch geschlagener Fichte, Mondschein Januar, und habe ein Nature Support Projekt in die Welt gerufen, wo wir weit über 3000 Bäume gepflanzt haben, dann anschließend da oben. Und natürlich halte ich dieses Haus nach. Wir stecken unverschämt viel Energie da rein, dass dieser Wert natürlich erhalten wird, obwohl dieses Haus komplett abbaubar ist. Es ist keine Chemie im Haus, im ganzen Haus nicht. Nur für nachhaltig halte ich Automarken wie Ferrari, Porsche, Land Rover, Defender, die zum Teil weit über 80% aller Autos, die gebaut werden, noch auf der Straße sind. Also ich weiß von Greenpeace, weil ich für die viel arbeite, dass bei der Produktion des Autos 40% mehr Energie verschwendet wird, als jemals durch den Auspuff fliegt. Also halte ich Ferrari und Porsche für die nachhaltigsten Automarken. Das ist hat ja was mit der Definition des Begriffs zu tun, aber diese Abwägung zwischen Nachhaltigkeit versus Regeneration. Was ich eben beschrieben habe, ich war jetzt in der Atacama-Wüste, ich habe gesehen, wie die Lithiumproduktion dort funktioniert. Den Dörfern wird das Wasser abgegraben, was eh schon nur noch zugeteilt wurde. Und da regeneriert überhaupt nichts. Also deswegen bin ich persönlich völlig gegen Elektro. Ich höre auch von Vorständen der Automobilindustrie, das ist eine Übergangsphase. Es wird ohnehin auf synthetische Stoffe hinauslaufen und Wasserstoff. Aber solange der Staat das so hoch subventioniert, spielen die ein bisschen mit Elektro. Zum größten Teil aus Kohle übrigens. Und diese Regeneration dort in der Atacama-Wüste wieder anzuregen, dazu habe ich ein Projekt gestartet. Also deswegen, ich schließe ja Nachhaltigkeit gar nicht aus. Ich behaupte nur, solange nicht regeneriert wird, ne, ist das immer so die halbe Miete. Also das war schon alles, mehr möchte ich dazu gar nicht. Okay, das heißt also, in Ihrer Definition von Nachhaltigkeit hätte die Regeneration ja durchaus einen Platz, dann, wenn ich das richtig verstanden habe. Jan, wie sieht denn das bei euch aus, wenn wir mal gucken auf das Doing von Plenty? Ihr habt viele junge Mitarbeiter und wir wissen ja, dass die junge Generation diese Themen ein bisschen mehr umtreibt als möglicherweise den einen oder anderen Älteren. Was kommt so aus eurem Mitarbeiterstaff an Anforderungen? Was kann man mit einem Softwareunternehmen machen? Das ist ja auch mit anderen in einem Preiswettbewerb steht. Also kannst du ja auch nicht unendlich sagen, wir machen alles grüner, aber für alle Kosten. Absolut, aber ich glaube, wir sollten da eher, und das ist auch das, was ich in der Diskussion dann eher anbringe, den Fokus darauf richten, wo am meisten, sagen wir mal, CO2 produziert wird. Das ist nicht bei der Entstehung, also es ist vielleicht anders wie bei einem Auto. Bei uns ist es weniger die Entstehung, weil da wesentlich weniger, sagen wir mal, Menschen dran beteiligt sind als die Nutzer. Wir haben mehr Nutzer als Entwickler, um es einfacher zu sagen. Und wie erreichen die Nutzer unsere Software? Naja, indem wir die Software im Internet vorhalten. Das heißt, wir betreiben halt eine riesige Menge an Servern. Also müssen wir natürlich darauf achten, dass dort zum Beispiel regenerativ hergestellte Energie zum Einsatz kommt. Wie wir ja wissen, setzen wir auf den weltweit größten Public Cloud-Anbieter, AWS. Und da wiederum hat es natürlich interessiert, wie macht ihr das, wie haltet ihr das? Da waren wir doch auch dann schon positiv angetan, dass es dort die Meldung gibt, dass sie der größte, mittlerweile, ich glaube seit April diesen Jahres, der größte Einkäufer für nachhaltig erzeugte Energie in Europa sind und dass sie bis 2025 vorhaben, ihre ganze Plattform hier in Europa entsprechend CO2-neutral zu betreiben. Das ist der indirekte Beitrag. Aber sonst, na klar, man pflanzt auch mal ein paar tausend Bäume, gerade jetzt, wo der Wald gelitten hat. Aber das ist ja im Verhältnis zu dem Betrieb der Serverfarmen halt eher ein kleinerer Beitrag. Von daher ist es wichtiger, dass der Betrieb nachhaltig ist. Aber es ist schon auch so ein bisschen ein Purpose-Thema. Wenn wir an Lena zurückdenken, also an die Idee der Firma, ist es was du spürst, gerade bei neuen, jungen Mitarbeitern, dass die schon darauf achten, wie stellt man sich auf, was für ein Spirit ist da? Das Thema Nachhaltigkeit, ja, absolut.
Aber es ist jetzt nicht, um ehrlich zu sein, im Tagesgeschäft ein Thema. Mhm. Ja, also das wird natürlich gefragt, aber es ist jetzt, vielleicht merken wir das auch nicht. Vielleicht ist der Anspruch einfach nur nicht so sehr sichtbar, weil wir uns halt immer über inhaltliche Themen austauschen. Aber es ist ein guter Anlass, da sensibler für zu sein. Bernhard, wenn man auf eure Kunden guckt, also auf die Händler da draußen, die ihren Finger am Puls der Zeit haben, am Puls dessen, was die Konsumenten wollen, was ist denn im letzten Jahr so passiert? Ihr habt viele Neukunden gewonnen. Sind da überproportional Unternehmen dabei, die ein bisschen sich mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen oder die Produkte anbieten, die eher in diesem Bereich zu verankern sind? Also bei so vielen Kunden kann ich das nicht exakt sagen. Was ich halt sehe, ist, dass diese Unternehmen tatsächlich da sind. Ja, also wir erleben immer mehr auch Kunden, die sich in diesem Bereich bewegen und auch sehr erfolgreich sind. Fair Fashion beispielsweise ist ein Riesenthema, aber auch das Thema Verpackungsmaterialien. Da sind eben schon spürbar eben jetzt Unternehmen am Start, die eben dieses Thema auch sehr, sehr stark voranbringen. Und was ich noch ergänzen wollen würde zu dem, oder ich weiß nicht, ob Kira noch da ist, ist ein bestes Beispiel hier aus Kassel. Ne? Soki, super kleiner, schöner Laden, beschäftigen sich mit nachhaltigen Produkten, schauen, wie werden die produziert, wo kommen die her. Also, und ich glaube halt auch, dass das Bewusstsein dafür immer stärker wird. Und wir sind ja in Deutschland eher so diese Geiz-ist-geil-Mentalität gewohnt. Wir haben das immer reinbekommen, ja. Aber ich glaube auch, dass mittlerweile jeder oder viel mehr Menschen als früher eben auch darauf schauen, wo kommt ein Produkt her, wie ist es produziert worden. Und schlussendlich ist es nicht immer nur eine Frage des Preises, glaube ich. Aber ich bin schon eher der Meinung, wenn wir uns anschauen, wen wir als Kunden generieren und wie die strukturiert sind, dass es natürlich eher vielleicht dem Käufer um das gute Gefühl geht, das gute Gewissen geht, weil mehrheitlich haben wir, sagen wir mal, eher die traditionellen Produkte an Bord. Wir haben diese coolen Startups, aber wenn wir uns anschauen vom Mengengerüst her, was kauft der Kunde am Ende des Tages wirklich, dann ist es halt mehrheitlich immer noch das normale Produkt. Absolut richtig. Aber die Frage ist ja, ist eine Tendenz zu erkennen sozusagen? Sehen wir, dass diese Unternehmen mehr und mehr an den Start gehen? Und ich glaube schon, dass das so ist. Ich glaube einfach auch, dass die Nachfrage sich grundsätzlich auch dahingehend verändert, dass man sich eben fragt, wo kommen die Produkte her? Wie werden sie produziert? Was wird dafür getan, eben auch nachfolgende Generationen eben ein schönes Leben auf diesem Planeten zu ermöglichen? Und als Unternehmen selber müssen wir uns das ja auch fragen. Also was ist unsere Haltung dazu? Was können wir dazu beitragen, eben genau diesen Schritt auch mitzugehen? Und da tun wir natürlich auch einiges. Ne? Natürlich haben wir im Rahmen unserer Möglichkeiten immer auch geschaut, was können wir da tun, das werden wir auch weiterhin tun. Aber natürlich ist es eben, glaube ich, wichtig, dass jeder Einzelne eben sich fragt, was kann der Beitrag dazu sein, eben ein Stück weit Nachhaltigkeit zu leben oder auch ein Stück weit eben zu schauen, wo kommen die Dinge her, die man tagtäglich so konsumiert. Ich glaube auch, dass das Thema ja so groß ist. Also zum Beispiel bei unserer Branche, wenn wir von Onlinehandel sprechen, und wir schicken irgendwie eine Wohnwand mit 1000 Holzstücken nach Hamburg und die wird danach wieder zurückgeschickt, die kann man schlichtweg einfach nur noch wegschmeißen, ja. Das ist auch nicht nachhaltig, natürlich überhaupt nicht. Es ist völlig sinnbefreit. Also muss man sich eigentlich auch überlegen, wie gehe ich eben mit solchen Themen um? Und da fragen wir uns eben auch, also wir verschicken zum Beispiel solche Dinge nicht online, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass es nicht sinnvoll ist. Natürlich könnten wir vielleicht damit Umsatz machen. Na, aber das muss man irgendwie, denke ich, austarieren. Wie kommuniziert ihr sowas dann dem Kunden an der Stelle? Wir erklären es genau über den Punkt. Ich sag mal, wir sind natürlich jetzt als stationäres Möbelhaus, sind wir natürlich tatsächlich daran interessiert, hier dem Kassler Kunden das Erlebnis mit unserer Marke zu vermitteln. Und wir liefern alles selber aus, logischerweise. Wir verschicken nichts per Post sonst wohin, ja. Und wir probieren das dann eben eher mit Produkten, wo es eben gut funktioniert. Eine Matratze ist kein Thema. Die können wir gerne nach Hamburg schicken. Aber eben nicht das Holzbett, den Holzschrank, wie auch immer, wo wir einfach wissen, 60% davon kannst du danach einfach in die Tonne kloppen. Ja. Und daran anschließend ja auch noch ein Thema, das, glaube ich, trifft ja auf die Masse unserer Händler zu. Die Art und Weise, wie er verschickt, wie sie verschickt, wie Dinge eben auch auf den Weg gebracht werden. Muss es eben das Plastik die Beilage sein oder ist es eben nachhaltiger Rohstoff, der da irgendwo mit reingepackt wurde ins Paket, um das zu schützen, was eben verschickt wird. Also ich glaube, da werden sich viele Gedanken gemacht auch tatsächlich. Und von daher, es ist schon eine klare Richtung zu erkennen, zumindest was ich so sehen kann. Und klar, das aber allumfassend sein, das über alle Kunden hinweg eine Aussage zu treffen, Aber vielleicht nochmal anknüpfen an Lenas Sache mit der Wohnwand. Wir haben natürlich auch Kunden, die genau das machen. Aber da finde ich es wiederum positiv, dass sie sich halt auch für eine Zweitverwertung
dann eine Lösung einfallen lassen haben. Das heißt, da gibt es entsprechende Unternehmen, die sich genau darauf spezialisiert haben, Retouren auch im Möbelbereich wieder aufzuarbeiten und sie dann vielleicht jetzt nicht unbedingt in Deutschland, aber in angrenzenden Ländern wieder zu verkaufen. Und da gibt es halt einen wahnsinnigen Markt, weil im Grunde ist das Zeug ja absolut neu. Es hat halt hier und da mal eine Macke, die wird halt ausgebessert, danach ist es wie neu. Und solange man dafür eine Strategie hat, glaube ich, dann kann man das schon machen. Aber klar, man muss sich darum kümmern. Das aber der Markt wird es ein Stück weit richten. Da sind wir gerade, Lena, bei deinem Beispiel ja tatsächlich im Bereich Purpose gelandet. Herr Lange, wenn wir uns überlegen, wenn die Bundesregierung vorhätte, dass wir mehr Umweltschutz betreiben, die künftige, nehmen wir es mal so, sind wir in so einer Situation, wo wir sowas akademisch zerreden, also wo es einfach dann bei den Menschen überhaupt nicht mehr ankommt, was hier auf solchen Podien diskutiert wird? Oder was müsste ein Leader, also ein politischer Führer, was müsste der machen, um dieses Thema den Menschen so schmackhaft zu machen, dass sie von selber drauf kommen? Also Menschen ändern sich immer nur unter zwei Gesichtspunkten. Der Leidensdruck ist groß genug und oder die Begeisterung für ein großes neues Ziel. Hier in diesem Land ist der Leidensdruck nicht annähernd groß genug. Und was zumindest die drei Vögel, die da jetzt rumspringen, überhaupt nicht gebacken kriegen, ist für irgendetwas Feuer oder gar Flamme im Herzen von Menschen zu erzeugen. Also ich sehe da, die nächsten 4 Jahre... ganz ehrlich gesagt, irgendwie abwettern, in der Hoffnung, dass dann die endlich dran sind, die auch wirklich mit der richtigen Sprache diesen Leidensdruck in den Menschen erzeugen. Wir sind natürlich der Mensch nicht bereit, sich zu verändern. Das ist eine Grundkonstante. Wir wollen auf keinen Fall uns verändern. Daran scheitern ja auch alle Veränderungsprozesse in Unternehmen zu 72%. Weil es wird die Raupe verbessert. Glitzernder, länger, schneller, Frisuren, Doppelraupe, Marketing. Aber es wird kein Schmetterling draus. Und so ähnlich sehe ich das auch in der Politik. Also von Leadership sehe ich da gar nichts und Purpose schon dreimal nicht. Die richten sich komplett nach dem, wofür sie gewählt werden. Aber das kann man denen auch nicht verdenken. Sie sind halt Politiker. Sie sind für die Polis zuständig. Und wollen bei der Polis gediebt werden. Ist es ein Systemfehler? Also vielleicht auch an Herrn Rieck, ist es ein Systemfehler, dass das System nicht so funktioniert? Nein, ich glaube, Churchill hat es gesagt, da an der Stelle ist Demokratie halt ein ganz furchtbarer Prozess. Er weiß nur nichts Besseres. Okay. Ja? Aber wenn es nach mir ginge, wäre es eine Meritokratie, ja? Also wo man sich was verdient hat. Und das sind einige wenige, die sich qualifiziert haben und die dürfen dann auch die Ansagen machen. Also ich persönlich halte mich nun wirklich nicht für einen mündigen Bürger. Und wählen tun Leute, um das mal ganz klar zu sagen, immer die Partei, die ihnen am meisten Angst macht. Also auf die Frage, wen wählst du denn, ist die Antwort, wenn man ehrlich ist, die mir am meisten Angst machen. Ich wähle Grün, seit es sie gibt, weil die machen mir immer am meisten Angst. Ach komm, das kann man jetzt so auch nicht sagen. Mir machen sie am meisten Angst. Die anderen ängstigen mich null. Bernhard, du hattest... Aber Herr Lange, noch mal eine Frage direkt an Sie gerichtet. Wenn man das beobachtet, was da gerade so passiert auf der politischen Ebene im Wahlkampf, ist es ja so das Thema Angst einerseits, aber auch viel zu wenig das Thema Vision. Wo wollen wir eigentlich hin als Gesellschaft? Ja? Wo wollen wir eigentlich uns hinbewegen? Kommt für mich tatsächlich viel zu wenig vor. Wo sehen wir uns in einigen Jahren? Ich meine, Sie haben es eben sehr schön in Ihrer Präsentation ja aufgezeigt, wo man sich eigentlich bewegen müsste und ne, wie man das Herz auch gewinnt derjenigen. Ja. Aber die drei schaffen es offensichtlich nicht. Wie bewerten Sie das, wenn es um Visionen geht? Also ich fühle mich nicht angesprochen, ganz einfach. Also auch von der Annalena nicht. So, kurze Bewertung an der Stelle. Ja. Wer die Wahlwerbespots auf das Charisma der Kandidaten sich gerne angucken will, der darf auf dem YouTube-Kanal von Christian Rieck einmal unterwegs sein. Ja. Wir hatten die Diskussion schon Anfang der Woche. Aber Frage an Sie an der Stelle. Sie haben es ja jeden Tag mit vielen Studenten zu tun. So, jetzt sind die Studenten diejenigen, neben den Schülern natürlich mit Fridays for Future, die da viel Wind machen im Moment, dass Purpose so wichtig ist und dass diese Themen so wichtig sind. Auf der anderen Seite ist eine Klientel, die chronisch finanziell knapp ist. Ist das ein Spannungsfeld, das Sie spüren, dass diese Menschen sagen, wir würden gerne nachhaltiger leben, wir würden gerne aufgeklärter konsumieren, aber eigentlich können wir es uns nicht leisten. Nee, also dass sich das nicht leisten könnten, das nehme ich so überhaupt nicht wahr. Ich meine, es ist natürlich zu gewisser Weise
die ganze Nachhaltigkeitsgeschichte ein Thema, bei dem man einfach auch viele Mitläufer findet. Das muss man einfach mal sehen. Also sehr, sehr viele dieser Punkte sind einfach Themen, die aufgegriffen werden, aber ohne, dass man wirklich tiefer darüber nachdenkt, was dahinter liegt und was man wirklich machen kann. Allerdings müssen Sie natürlich bedenken, wenn ich jetzt von meinen Studenten spreche, die studieren ja bei mir. Das heißt also, denen bringe ich ja bei, wie man über solche Sachen nachdenkt. Ja gut, vielleicht ganz am Anfang, wenn Sie es noch nicht verstanden haben. Nein, also ich meine, natürlich ist Nachhaltigkeit ein Thema, aber bei wem ist es das nicht? Ja? Aber es kommt mir nicht so vor, als wäre das ein echter Zielkonflikt in der Weise, sondern ich glaube, es gibt einfach auch genug Möglichkeiten, sodass die, also ist zumindest meine Wahrnehmung, sich da nicht irgendwie eingeengt fühlen, dass sie jetzt plötzlich irgendwas machen müssten, was sie sich nicht leisten könnten oder sowas. Ja? Also ich glaube, dass da eigentlich ein relativ natürlicher Umgang damit besteht. Das ist meine Wahrnehmung. Lena, wenn wir das Thema Purpose mal ein bisschen in Einzelteile runterbrechen, du warst lange in Berlin, so ein Thema wie Gendern beispielsweise, also eine Modernisierung der Sprache innerhalb eines Unternehmens. Stößt sowas in so einem Traditionsunternehmen wie Schaumann auf viel Widerstand? Also, oder du hast vorher in deiner Präsentation ja ein bisschen gezeigt, dass ihr alle an einem Strang zieht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass hinter den Kulissen schon das eine oder andere Thema gibt, wo es Streit gibt. Natürlich, also wenn wir nicht diskutieren würden, wäre das ja auch tragisch. Also ist, Gott sei Dank tun wir das. Ich glaube natürlich, dass mit so einem Generationswechsel, ehrlich gesagt, bei so einem Familienunternehmen, natürlich ist mein Vater ganz anders wie ich, auch als Leader ganz anders als ich. Und sicherlich kommen durch mich solche Themen mehr in den Vordergrund. Und mir ist es schon auch wichtig, und da sehe ich schon auch meine Verantwortung als Unternehmerin, die Themen auch zu platzieren. Weil ich persönlich finde das wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, was Sprache da macht. Und dann diskutiere ich das natürlich auch. Und trotzdem ist natürlich jeder, der eine andere Meinung hat, auch irgendwo willkommen. Ja? Aber ja, also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir das diskutieren. Und das tun wir auch. Aber Themen platzieren ist das eine. Aber wie kriegst du die Leute überzeugt? Also ich meine, du möchtest ja, dass sie mitziehen. Ich glaube, an vielen Stellen ist es tatsächlich Vorleben. Also Diskussion ist alles schön, aber am Ende des Tages ist es Vorleben. Und ich glaube, es geht immer so ein bisschen darum, das haben wir auch in unserem Prozess sehr stark gemerkt, an irgendeiner Stelle hat man immer wie so eine kritische Masse gefühlt erreicht. Also ich würde sagen, irgendwo so bei 30-40%, ist es ganz oft so, dass es dann so ein bisschen umschwingt, weil es sich dann verschiebt, dann ist man irgendwie gezwungen, darüber nachzudenken. Dann sind auch die vorher sich total gesperrt haben, fangen zumindest an, mal anders darüber nachzudenken. Und das ist immer so die Chance, wo man dann einen Unterschied machen kann. Also ich glaube, für die ersten 30% bin sicherlich immer ich als Unternehmerin zuständig, so zumindest sehr großen Teilen. Und danach ist es aber auch immer schön, da kann man so ein bisschen loslassen und es läuft auch schön von alleine, was gut ist. Jan, an der Stelle, gleiche Frage im Grunde in Grün. Du hast viel über Heimarbeit gesprochen, über die Flexibilisierung des Arbeitszeitmodells, also auch ein modernes Thema. Wo musst du die Grenze ziehen oder wo hast du für dich das Gefühl, da Grenzen ziehen zu müssen, wo du sagst, ja, bis hierhin komme ich als Unternehmer aber nicht weiter? Total spannende Frage, weil man sollte am Anfang, glaube ich, auch noch mal kurz beleuchten, was war eigentlich davor? Wir haben ja Thema Homeoffice eingeführt aufgrund eines extremen Anlasses. Anlass Lockdown. Anlass, wir hatten Sorge, dass sich einzelne Mitarbeiter oder sogar ganz viele in irgendeiner Form infizieren, das dann auch noch weitergeben. Da wollten wir sie verschützen, die Verantwortung nicht tragen müssen, dass irgendwas Schlimmes passiert. Zum Glück ist nichts Schlimmes passiert, alles prima. Aber wir haben eben 100% alle ins Homeoffice geschickt. Früher hat das nicht funktioniert. Da gab es immer so diesen Anschein, boah, die im Homeoffice sind, die machen das ja, weil sie irgendwie mal einen ruhigen Tag haben wollen. So, das heißt, es gab immer diese negative Unterstellung. Aber in dem Moment, wo es jeder gemacht hat oder auch jeder machen musste, hat es lustigerweise funktioniert, weil jeder für sich zu Hause war. Das heißt, man musste anders miteinander kommunizieren. Und da bin ich leider am Ende des Tages trotzdem etwas auch bei Herrn Lange, der sagt, naja, du kannst aber mit diesen ganzen Zoom-Geschichten, kannst du halt trotzdem nicht alles ersetzen. Gigantisch gut finde ich, wie gut die Crew das adaptiert hat. Das heißt, wenn gemeinsam an einem Projekt gearbeitet wird, was wirklich wichtig ist, dann kommt es halt wirklich vor, dass 7 Stunden am Stück ein Videocall läuft, wo halt dieses ganze Team drin hängt, damit sie dann interaktiv auch mal miteinander ganz normal reden können. Aber klar, es fehlt was. Das heißt, die Grenzen sind nicht die technischen Grenzen. Da haben wir durch Kommunikationsmittel, glaube ich, alles gehabt. Wir hatten das Glück, dass alle unsere Leute ein Notebook hatten oder so einfache Sachen, die es uns einfach gemacht haben, von jetzt auf gleich, das auch umzusetzen.
Aber die Grenzen, wie gesagt, nicht eben das Digitale oder die Technik, sondern die Grenzen eben das fehlende Menscheln. Ne? Also sowas wie heute, sich persönlich zu treffen, man kommuniziert anders. So wie Bernhard auch bei unserem Video meinte, man kann sich mal einen Arm nehmen oder sowas. Das gibt es natürlich nicht, wenn man sich nicht sieht. Aber es gehört trotzdem in einem Team, was so als 7-, 8-, 10-Mann-Team oder vielleicht auch als 20-Mann-Team zusammenarbeitet, wo sich auch persönliche Bindungen aufgebaut haben. Diese persönlichen Bindungen hast du halt nicht in einem Videocall. Ne? Und das ist das, wo wir auch jetzt immer verstärkt die Nachfrage bekommen, ja, wann läuft das wieder normal? Das heißt, es gibt auf jeden Fall einen Kreis oder eine Nachfrage, die zumindest temporär sich diesen Ort wieder wünschen. Wir setzen das jetzt um dahingehend, dass wir erstmal das, was wir haben, gekündigt haben und jetzt einen neuen Standort aufbauen, der ideale Ort sein soll, wo man sich gern trifft, aber eben jetzt nicht, um da die ganze Woche zu arbeiten, sondern wo man sich punktuell treffen kann, wenn man halt Bock darauf hat, eine nette Zeit miteinander verbringt, heißt natürlich, die Arbeit vor Ort verbringt, Meetings hat, zusammen eben diskutieren kann, um dann wieder zurückzugehen ins Homeoffice und da eben für sich fokussiert mit digitalen Kommunikationsmitteln zu arbeiten. Also es wird keine 100%-Lösung, sondern wir werden Touchpoints brauchen, wo man sich persönlich treffen kann, kennenlernen kann, auch vielleicht initial, wenn das Team sich neu zusammenstellt. Wir haben jetzt seit März letzten Jahres auch ganz viele neue Mitarbeiter akquiriert. Alle Personalgespräche finden remote statt, Signing von Verträgen und so weiter. Und ich habe heute einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum ersten Mal persönlich gesehen. Da dachte ich, cool, krass. Ja, yes. Und den Namen genommen, hoffe ich. Wie sieht denn das aus? Gerade wenn du sprichst über neue Mitarbeiter, ist das für euch ein Asset? Also ich meine, ihr seid Softwareindustrie, alle suchen Softwareentwickler. Ist das ein wertvoller Baustein, ein wertvolles Learning, was wir aus Corona mitnehmen, dass wir doch ein bisschen standortunabhängig rekrutieren können? Also für Mitarbeiter aus nicht IT-nahen Bereichen, ja, also nehmen wir jetzt mal so eine Human Resources Abteilung oder so etwas, da haben wir jetzt neue Mitarbeiter akquiriert, weil wir wachsen, brauchen wir. Und da war das noch sehr positiv, weil man eben dort auch aus anderen Bereichen kommt, wo Thema Homeoffice überhaupt kein Thema ist. Aber wenn wir uns so den klassischen Softwareentwickler oder die Softwareentwicklerin anschauen, da gibt es natürlich auch schon viele andere, die genau das machen. Das heißt, egal wo du in Deutschland lebst oder sonst wo auf der Welt, du kannst für uns arbeiten. Das heißt, da wird sich sukzessive natürlich, also das werden viele adaptieren, es werden nicht alle adaptieren, aber viele werden es adaptieren und werden es auch behalten. Und von daher, also das ist so ein Level-Up. Ja? Also es war am Anfang besonders und sehr positiv und jetzt ist es nur noch für bestimmte sehr besonders und andere ziehen logischerweise nach. Ich meine, es wäre auch eigenartig, wenn es nicht so wäre. Daraus abgeleitet, Herr Rieck, ist es eine Disruption für die Innenstadt? Also werden wir erleben, dass Menschen wieder eher im Umland leben, weil es diese Möglichkeiten gibt? Ja, ich würde mal davon ausgehen. Ich meine, was diese ganze Online-Geschichte angeht, ja, das hat ja hier heute nicht immer so ganz gut abgeschnitten, dass man nur noch per Videocall und sowas miteinander kommuniziert. Ich muss ja mal sagen, als Spieltheoretiker versucht man immer sozusagen diese psychologische Ebene und die rein inhaltliche Ebene zu trennen. Und das ist ja das Coole dabei, dass man jetzt gerade bei solchen Videocalls eben ein bisschen diese Psychoebene weniger hat und tatsächlich die reine Sachebene in den Vordergrund stellen kann. Also ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob das wirklich so ein großer Nachteil ist. Und klar, als Nebeneffekt kann es natürlich sein, dass wir an anderen Stellen wohnen können, als wir das vorher getan haben. Aber ich glaube, die wichtigere Änderung ist tatsächlich, dass wir wirklich auf der Sachebene stärker kommunizieren können. Mhm. Die Sachebene versus die andere. Bernhard, wenn wir als Unternehmen Dinge im großen Umfeld Purpose oder Nachhaltigkeit machen, egal was es ist, ist das was, was man heute marketingtechnisch ausschlachtet oder leben wir da zu sehr in Deutschland auf der Understatement-Ebene, wo wir sagen, naja, wir machen es zwar, aber wir reden nicht so laut drüber. Da habe ich eine relativ klare Haltung zu. Ich gebe den alten Spruch, tu Gutes und sprich darüber. Und da bin ich auch bei Herrn Lange natürlich, das muss authentisch sein. Authentizität, das muss man leben. Und wenn man dann eben Dinge voranbringt, die
ja, die einfach gut sind, ja, für die Allgemeinheit, für die Mitarbeiter, für die Kollegen, für die Crew, aber auch draußen für die Welt. Da finde ich es unbedingt so, dass man darüber sprechen sollte, ganz klar. Ja, aber wir haben so viele Nörgler und böswillige Journalisten da draußen, die dann auf sowas sofort einhacken. Also ich erinnere mich damals an Adidas mit dem Recycling-Turnschuh Parley und da ging sofort die große Greenwashing-Diskussion los. Eigentlich ist es ja wurscht, ob es nur ein paar Tausend sind. Es war halt ein Anfang. Aber wir sind so, dass wir solche Dinge relativ schnell dann anfangen zu zerreden, oder? Ja, klar, wir können natürlich immer nörgeln und Dinge zerreden und zerkauen. Am Ende des Tages, wenn wir als Unternehmen dahinter stehen und wirklich authentisch und ehrlich hinter dem stehen, was wir tun, finde ich, kann man das auch nach außen tragen und das wird auch jedem Nörgler standhalten. Und das ist ja auch, finde ich, unsere Aufgabe als Unternehmen, das zu leisten, auch ein Stück weit auch damit nach draußen zu gehen und solche Themen zu unterstützen und voranzubringen. Und ja, da können die Nörgler ruhig kommen und da sind wir ganz gespannt und da sind wir auch im Dialog und gerne in der Diskussion, von daher bin ich ja relativ entspannt. Herr Lange, wenn Sie sagen, man erkennt Sieger schon am Start und die Verlierer auch. Und Sie haben aber gerade vorher gesagt, dass man Startups innerhalb von 3 Jahren ihren großen Drive, ihre große Zielfokussierung in Nordstern ein Stück weit verlieren oder es mangelt an Strukturen, um dem weiter zu folgen. Dann stimmt es ja so gar nicht, es sei denn, Sie wären nach 3 Jahren schon so erfolgreich, dass nichts Sie mehr aus dem Sattel werfen kann. Was ist das Geheimnis? Also wie behalte ich ein Unternehmen so lebendig, dass es weiter einem Nordstern folgt oder einem anderen Nordstern? Nee, der Nordstern ist nicht veränderbar. Also es sind oft brutale Anfängerfehler, die meisten Startups passieren, weil ich begleite die jetzt schon vor über 10 Jahren. Und leider ziehen sich da immer dieselben Muster durch. Es hat in erster Linie mit Führung zu tun, völlig fehlende Führungsfähigkeiten. Die Menschen machen den Unterschied und die verliert man einfach zu schnell irgendwann, weil bestimmte Ideen auch nicht immer wieder revivalt werden sozusagen. Ne? Und es erreicht meistens ein Startup eine Plateauphase, auf der stehen die dann eine ganze Weile. Und wenn jetzt nicht die neuen Impulse kommen, also man ändert ein Unternehmen nicht, wenn man hier oben ist, sondern bevor man ganz oben ist, ne? Dann kommt schon die nächste Kurve und das muss permanent, keep the fire burning, nenne ich das immer, ne? Playing the game in new way. Und diese Impulse, diese Reizpunkte, würde jetzt ein Bundesliga-Trainer sagen, die müssen mehrfach im Jahr neu gesetzt werden und genau das passiert nicht. Okay, so, jetzt hätte ich einen harten Cut zu machen, jetzt kommen wir zum Thema E-Commerce-Steuer. Ich weiß, ich habe überhaupt keine Überleitung dafür. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Doch, wir machen bei Herrn Lange nochmal weiter. Wir gehen nochmal in ein Detailthema, nämlich in die Frage, wenn eine künftige Regierung beschließt, wir brauchen Steuererhöhungen, weil wir haben schwierige Zeiten vor uns oder wir müssen bestimmte Probleme lösen. Wie kommuniziert man das am besten, dass die Menschen mitgehen? Nochmal, wenn die was erhöhen? Eine Steuererhöhung. Mal unabhängig von welcher, aber... Also wir wissen ja, wie extrem hoch die Steuern in Norwegen und Schweden sind und Dänemark und das Volk trägt das absolut mit. Warum? Weil die Story stimmt. Ja, weil es eine absolut glaubwürdige Story ist und die Menschen unmittelbar, wichtig, unmittelbar nachvollziehen können, wie sehr sie alle davon profitieren. Genau das, diese ganze ich nenne das immer die Story zu welcher Maßnahme auch immer, die vermisse ich hier in Deutschland komplett. Also ich vermisse sie komplett. Ich zahle Steuern, atme tief durch, die Hälfte ist immer weg, kümmere mich überhaupt nicht darum weiter. Ne? Weil wenn ich anfange, mich damit zu beschäftigen, wie ob das nun ungerecht ist oder ob eine neue Steuer angesagt wäre, ich muss echt offen gestehen, da habe ich in Deutschland wenig Vertrauen. Ich wollte Sie nicht mit dem Thema behelligen, das Ihnen heute Abend noch schlaflose Nächte bereitet, ich bin genau wie bei Corona. Es springt mich nicht an. Ich habe eine from a distance, ja. Bette Mittler. Detached Involvement nennt man das. Ich habe dazu eine ironisch heitere Grundhaltung und die bedeutet, dass ich das weit von mir weghalte. Herr Rieck, fragen wir in diese Story hinein. Möglicherweise gibt es die tatsächlich doch, wenn wir auf das Thema E-Commerce-Steuer gucken, weil vielleicht gibt es da draußen eine Stimmung, die sagt, wir haben uns eigentlich zu wenig mit den großen Plattformen und mit deren Macht und natürlich auch mit den Möglichkeiten der Steuergelderverschiebung befasst. Sprich Stichwort Amazon und Co. Es gibt ja da auch eine lebendige Diskussion. Ist die Story praktisch in der Gesellschaft verankert, die das eröffnet, dieses Feld? Ja, ob sie verankert ist, das weiß ich nicht. Aber Lenkungssteuern haben halt immer das Problem, dass sie irgendwen haben, der für sich in Anspruch nimmt, richtig lenken zu können.
Und dann haben Sie im Zweifelsfall Bürokraten, die sagen, Folgendes ist richtig, das wissen wir in unserer unermesslichen Weisheit. Und normalerweise hinken die der realen Entwicklung Jahre bis Jahrzehnte hinterher, lenken die Kreativität der einzelnen Leute eigentlich in eine komplett falsche Richtung. Und damit muss ich ehrlich sagen, sind Lenkungssteuern eigentlich meistens nicht nur für die Katze, sondern bewirken sogar das Gegenteil dessen, was sie bewirken sollen. Mhm. Das gesagt habend, dass sich diese großen Plattformen allesamt und sonders der Steuern entziehen, ist eine Unverschämtheit. Also das, glaube ich, ist aber ein internationales Phänomen, was wir hier haben. Und da müssen wir sicherlich irgendwas gegen tun. Aber das ist eine ganz andere Geschichte als diese Lenkungssteuern. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden für den Onlinehandel in Deutschland versuchen, irgendwie Steuern einzuführen, so eine Art Strafe für Onlinehandel, das ist es ja, dann machen wir das gleich, was wir jetzt mit der Einkommensteuer haben, dass wir im Grunde genommen eine Strafe auf Arbeit verhängen, was ja eine absurde Idee ist, konzeptionell. Ja, dann machen wir sozusagen das Gleiche dann nochmal, haben riesige Ausweichbewegungen, sodass wir ziemlich sicher sein können, der Schuss wird völlig nach hinten losgehen. Ja, aber bei den Plattformen gar keine Frage. Wir müssen irgendwas gegen die Plattformen tun. Und dass wir das international nicht schon lange getan haben, ist eine große Idiotie. Aber nochmal ganz kurz zum Thema Lenkungssteuer. Unser meritorisches Gut könnte ja sein, dass uns die Innenstädte so wertvoll sind, dass wir sagen, wir wollen als Staat weniger E-Commerce und mehr stationären Handel. Ja, klar. Solche Sachen kann man natürlich irgendwie sozusagen demokratisch verhandeln, wie man so schön sagt. Nur bezweifle ich, dass die Methoden, die dann angewandt werden, die auch zur Verfügung stehen, dass die tatsächlich den Zweck überhaupt erfüllen und wenn sie ihn auf eine, sagen wir, effektive Weise erfüllen. Also da können wir aber, da müssen wir an anderer Stelle nochmal einsteigen, inwieweit sowas tatsächlich umsetzbar wäre. Ja? Also abstrakt bin ich bei Ihnen, dass man sowas kollektiv demokratisch beschließen könnte. Immer dann, wenn es konkret wird, würde ich sagen, so wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Also lassen wir lieber gleich von vornherein die Finger davon. Darf ich mal einen kurzen Satz von Nietzsche einwerfen? Wer ein Warum zum Leben hat, der kann fast jedes Wie ertragen. So, solange das Warum nicht da ist, zu welcher Steuer auch immer, da gehen die Leute einfach nicht mit. Mhm. Aber selbst bei dem Warum, also Sie müssen sich vorstellen, immer diejenigen, die dadurch einen Nachteil haben, setzen jetzt ihre Kreativität in Gang und versuchen, Ausweichbewegungen zu machen. Und in aller Regel können sie nicht alle theoretischen Löcher von vornherein stopfen und dann haben sie halt diese ganzen komischen Geschichten, dass sie immer kleinteiliger versuchen einzugreifen und immer mehr das System stören, sodass am Ende eigentlich nur noch Käse dabei herauskommt. Ja, ich sehe immer nicht das Gesamtkontext, ich sehe den Kontext nicht für das Ganze. Das ist hier eine Maßnahme, da eine Maßnahme, da. Was übrigens eine Spezialität der Grünen ist, nur falls sie zu viel Angst haben. Ja. Ich habe einfach nur Angst davor, diesen Planeten nicht so zu erhalten, wie er ist. Also ich bin der Meinung, es muss ein Gesamtwurf sein. Ne? Und nicht hier ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen steuern. Ich möchte wissen, wo es hingeht. Solange ich dies Warum nicht habe, können die ein Wie hier und da und dort machen. Ich ziehe das. Na gut, also dieses Warum ist zumindest von populärer Seite ja formuliert, zumindest was die Plattform angeht, Jan. Also wir sprechen immer wieder von diesem Level Playing Field. Jetzt geht es nicht um E-Commerce versus Retail, sondern auch um Plattform versus Einzelhändler. Wie seht ihr das denn? Wie siehst du das denn? Du steckst mittendrin, hast eigentlich beide Hüte auf. Also du hast Händler, die viel selber verkaufen und ihr macht viel Geschäft über Amazon. Siehst du Regulierungsbedarf, stärkeren Regulierungsbedarf bei den Plattformen? Spannende Frage, aber ich würde total gern nochmal diese Trennung aufzeigen, weil wir haben uns jetzt eigentlich zwei Themenverhalte miteinander vermischt. Einmal das Thema, sagen wir mal, Digitalsteuer auf große Plattformen, was ja nichts anderes ist als, was jeder Konzern halt kann, gerade wenn er irgendeine IP hat, ja, die an irgendeinen Staat verschieben kann, der dafür gar keine oder eben sehr wenig Steuern verlangt. Das ist zwar eingegrenzt worden auf europäischer Ebene, gibt es neue Gesetze, das soll alles schwieriger werden. Das ist absolut fair, dass Steuern da gezahlt werden, wo auch Geld verdient wird. Das verstehe ich alles, da habe ich auch keine Sorge mit. Aber wenn wir jetzt das Thema Besteuerung E-Commerce zugunsten des stationären Handels uns anschauen und das eben nicht nur auf die ganz großen Plattformen, sondern auch auf jeden normalen Online-Händler, wenn das besteuert werden würde, wenn jedes Paket besteuert werden würde, da hätte ich ein absolutes Problem mit, weil ich es absolut nicht fair finde. Warum? Was wir hier sehen, diese Boomphase Corona, natürlich ist die jetzt künstlich befeuert, aber es ist eigentlich nichts als ein Sprung in die Zukunft, die sowieso gekommen wäre. Da bin ich fest von überzeugt. Weil E-Commerce ist für mich eine Serviceleistung, die es einfach angenehmer macht, die Dinge, die ich halt haben möchte, auch noch zu mir nach Hause schicken zu lassen. Und diese Serviceleistung hat sich vorher schon stark etabliert und die hat sich jetzt halt noch mehr etabliert, zu Lasten des stationären Handels.
das ist nicht fair, verstehe ich, aber durch eine Lenkungssteuer werden wir diese Entwicklung halt nicht aufhalten. Ja, wir können Lastenausgleich, auch so ein typischer Begriff, Lastenausgleich vielleicht bringen, okay, aber dadurch werden wir nicht erreichen, dass nachhaltig weniger Menschen im Internet einkaufen. Wir haben nur die Situation, dass das Einkaufen im Internet für alle teurer wird. Aber ist das fair, dass sich etwas durchsetzt? Ich würde sagen, es ist nicht fair. Wir können dadurch die Entwicklung nicht aufhalten. Nur, das ist halt das unfaire Moment, ist eben, dass diese Entwicklung jetzt plötzlich schneller geht aufgrund der Pandemie, als sie sowieso gegangen wäre. Das ist das unfaire Moment. Lassen wir den stationären Handel mal außen vor. Bernhard, wenn wir auf kleine Händler versus Amazon gucken, wenn wir feststellen, dass es über die letzten 5, 6, 7 Jahre der Regierung eigentlich nicht gelungen ist, auch auf EU-Ebene, da eine Systematik, eine Idee reinzukriegen, wo wollen wir eigentlich hin? Was muss denn der kleine Online-Händler heute tun, um sich zu wappnen, um sich sicher zu machen gegen die großen Plattformen, gegen diese Wahnsinns-Weiterentwicklungsgeschwindigkeit, die da ist, wenn der Staat nicht helfen kann? Ich glaube nicht, dass der Staat da eingreifen muss und es muss auch kein Gegen sein, sondern es kann ja auch miteinander sein. Ich glaube, auch hier ist es ganz wichtig, dass auch die Story wieder stimmt. Ne? Also es ist ja auch Hannes Altmann-Thema, immer wieder, wenn du einen Online-Shop betreibst, und das ist ja das, was du auf den großen Plattformen nicht so wahnsinnig gut spielen kannst jedes Mal. Was ist die Story meines Unternehmens? Was ist die Story meiner Produkte sozusagen? Und das ist natürlich eine Chance, die du eben online in deinem Shop gut spielen kannst und wo eben auch deine Community abholen kannst. Das ist das Erste. Das heißt also, erzähl möglichst gut deine Geschichte über deinen Shop hinweg. Und dann ist es natürlich immer das Thema Service. Ja, ich habe neulich selber wieder in einem Shop bestellt, habe irgendwie 3 Wochen dann auf die Ware gewartet. Das ist natürlich so, heute erwartet jeder, das kommt einen Tag später oder vielleicht auch 2 Tage später, aber 3 Wochen später, ich habe es dann einfach nicht zurückgeschickt. Aber also auch Service ist natürlich ein Thema, das muss man auch beherrschen. Ja, und dann ist das Thema, was auch, glaube ich, viele Kleine momentan immer noch nicht sehen, ist, dass da lerne ich immer von meinem lieben Frank eine ganze Menge. Das ist, was machst du eigentlich mit den Daten? Ja, was machst du mit den Menschen, die bei dir gekauft haben? Wie bespielst du die vielleicht nochmal? Ja, was machst du eben mit all den Menschen, die schon bei dir waren, die du schon gewonnen hast für dich? Und wie kannst du sie vielleicht auch weiterhin halten und weiterhin bespielen, um vielleicht einen 2., 3., 4. Kauf zu generieren? Also das Thema auf die People-Ebene heben vor allem. Ne? Also genau auf die Beziehungsebene, von der Herr Lange sprach. Lena, wie sieht es bei euch aus oder wie war es am Anfang? Du hast vorher gesagt, online ist unser bester Freund. Ich kenne viele Diskussionen aus digitalisierten Handelsunternehmen, wo es ganz anders aussah. Da wurde der Online-Shop als Filiale geführt, war also ein Wettbewerber der anderen Filialen. Wie hast du das hingekriegt, dass die Menschen im Laden nicht Angst haben um ihren Job und empfehlen ihren Kunden, bestellst doch online? Gute Frage tatsächlich, aber ich glaube, indem wir uns genau mit diesem Warum beschäftigt haben und ich, um vielleicht nochmal kurz was zu dem zu sagen, was Jan eben gesagt hat, auch als stationärer Händler bin ich völlig dagegen, dass wir irgendwelche Steuern einführen, um irgendwelche Innenstädte zu retten. Und ich finde, das ist völlig absurd, weil was ist denn meine Aufgabe dann noch? Kann ich mich auf die faule Haut legen, weil es regelt der Staat? Oder also wenn der Kunde doch online kaufen will, muss ich mich neu erfinden und Punkt, Ende aus. Und das haben unsere Kollegen auch verstanden. Und deswegen ist online natürlich längst kein Konkurrent mehr, weil wir aber viel tiefer angesetzt haben und unsere Vision und unser Purpose eben nicht mehr um stationär oder online geht, sondern was viel Größeres darüber steht und alles das sind nur Werkzeuge. Du hast Herrn Lange aufmerksam zugehört, aber du wusstest auch vorher schon, hatten wir ja schon vorher im Vortrag. Wir sind leider schon am Ende der Zeit, ihr Lieben, deswegen überspringen wir die Supply Chain und gehen nur noch in eine Schlussrunde zum Thema grundsätzlich Digitalisierung in Deutschland, digitaler Standort Deutschland. Wir haben das ja als sehr spannendes Thema auch über den ganzen Tag diskutiert. Ich würde anfangen bei Christian Rieck. Ist das, was wir erleben ich nenne es einfach mal dem Rückstand, den wir in der Digitalisierung haben, ein großes Einfallstor für weitere Disruptionen aus dem Ausland? Oder ist es soweit schon geschehen und jetzt bricht eine neue Ära an? Naja, doch, also da sehe ich schon ein ziemlich großes Potenzial, dass dann noch von außen her was kommt. Also das Problem ist, dass wir uns eben gesellschaftlich ganz früh mehr mit Mülltrennung beschäftigen als mit solchen Themen wie Digitalisierung. Und ich meine nichts gegen Mülltrennung, aber man muss irgendwie die Proportionen im Auge behalten.
Und das ist natürlich ein Problem. Ja? Also uns geht da einfach, glaube ich, auch kollektiv einfach Wissen verloren, was solche Sachen angeht. Vielleicht auch die Fähigkeit zu träumen, zu merken, dass eben Digitalisierung eine total tolle Sache sein kann. Das ist jetzt aber keine wissenschaftliche Aussage, die ich hier mache, sondern das ist einfach meine sozusagen persönliche Beobachtung, dass unter den Youngstern das zu wenig Stellenwert hat, aber weil es auch zu wenig von außen herangetragen wird und auch zu wenig gesellschaftlich honoriert wird. Ja, und das ist vollkommen klar. Also die Digitalisierung, die ist ja erst ganz am Anfang. Also wir brauchen ja nicht zu glauben, dass wir da irgendwie weit sein. Ja? Ganz, ganz am Anfang. Und ich habe ja vorhin von dieser Exponentialfunktion gesprochen. Das geht halt weiter und geht auch sehr schnell weiter. Und das ist vollkommen klar. Wenn wir da so weitermachen wie bisher und immer nur in diesem Klein-Klein denken, dann werden wir natürlich einfach überrollt von denen, die da keine Hemmnisse haben. Mhm. Bernhard, wie sieht denn das aus für die Online-Shop-Szene? Wo würdest du auf den Punkt sagen, das ist das, was am dringendsten fehlt, wenn wir über digitale Infrastruktur sprechen? Schwierig. Also ich muss mal an Erreichbarkeit denken tatsächlich halt. Ne? Also ich war ja selber auch jetzt in Pandemiezeiten viel unterwegs, Remote First. Ich habe von überall gearbeitet, im Camper durch die Gegend gefahren, auf dem Berg faul in der Hängematte gelegen und die Landschaft mir angesehen. Aber ich glaube, das Thema, was wir tatsächlich haben, wir können natürlich immer darüber schimpfen, was gerade alles nicht funktioniert, was alles schlecht läuft. Ich glaube halt einfach, dass diese Situation dazu geführt hat, dass wir jetzt vieles neu denken müssen, ja, dass wir vieles neu denken. Wenn wir das Thema Bildung denken, beispielsweise, wie stellen wir Bildung zur Verfügung, ja? Wie stellen wir aber grundsätzlich auch Hardware und wie stellen wir Technologie, wie stellen wir Internet zur Verfügung? Da würde ich mir ganz einfach nur wünschen, bitte in Deutschland nicht überall nur 3G oder noch weniger, sondern irgendwie mal ein bisschen, bisschen Gas auf die Leitung, dass alle vernünftig arbeiten können. Ich glaube, das wird vielen helfen und alles andere wird dann kommen. Aber das ist so für mich das Thema, was ich einfach noch nach wie vor nicht verstehe, dass man, okay, ich hab gelernt, Geschwindigkeit ist ein Thema, ich fahre ICE und habe keine Verbindung, kann nicht telefonieren. Das ist für mich so Themen, die Jan erklärt das mir immer sehr schön, aber ich bin immer wahnsinnig ungeduldig bei sowas und kriege dann Gänsehaut, weil ich einfach nicht arbeiten kann und das ist irgendwie, geht nicht in meinen Kopf. Du meinst das andere 3G, nicht das mit den Masken, ne? Nee, das meine ich nicht, auf keinen Fall. Herr Lange, Sie hatten sich vorher als Teilskeptiker der virtuellen Welt geoutet, aber Sie sind als Keynote-Speaker permanent unterwegs in ganz Deutschland und leben dann natürlich digital, kommunizieren da digital, arbeiten, bereiten Vorträge vor und Ähnliches. Was fehlt Ihnen denn im Alltag im digitalen Deutschland? Ich halte Vorträge nicht digital. Aber Sie bereiten es vielleicht am Rechner vor? Ganz sicher nicht. Ich habe ja noch nicht mal einen Computer. Also eine abgesprochene Frage. Also ich verbringe so viel Zeit, ich eben kann, wie ich es nenne, im echten Leben und habe natürlich genug Leute um mich herum, die die digitale Welt beherrschen. Ich bewundere das endlos. Ich hab kein Feeling dafür. So. Und wenn die sagen, jetzt sprichst du mal eine Stunde in die Kamera und da schauen 1500 zu, dann quatsche ich eine Stunde in die Kamera. Habe große Probleme damit, stelle mir halt immer vor, dahinter sitzen jetzt 1500 und dann geht das halbwegs gut. Hat aber nicht annähernd den Charme des Energieaustausches, wie ich es jetzt hier mit einem richtigen Publikum habe. Also da fragen Sie jetzt, Entschuldigung, den Falschen. Diese Welt ist mir fremd. Vielleicht kommt noch irgendwann der Leidensdruck, dass ich mich damit mal mehr näher beschäftige. Ich bin da froh, dass ich das weitgehend delegieren kann. Aber jenseits der konkreten Auswirkungen auf Ihr Leben, wir diskutieren sehr viel über den Standortnachteil. Ich meine, Sie diskutieren DAX-Unternehmen. Würden Sie sagen, das ist wirklich ein Thema, das ganz vordergründig auf die Agenda gehört? Oder haben wir so viele andere Baustellen, dass wir uns auch damit beschäftigen können? Ja, wir können uns ja dem Sog nicht entziehen, was um uns herum passiert. Das kann ich ja auch nicht. Ne? Insofern bin ich nicht gegen, bin überhaupt nicht gegen irgendwas. Nur muss ich nicht jedes Spiel mitspielen. Solange meine Expertise schlichtweg auf einem anderen Gebiet liegt. Also ich bewundere die Herren, die da in der Hinsicht wahrscheinlich unfassbares Wissen haben. Ich habe es nicht, ich habe es nie gehabt und finde Kooperation an der Stelle immer eine sehr intelligente Lösung. Das halte ich auch für sinnvoll. Jan, dann fragen wir bei euch rein ins Unternehmen. Gibt es im Unternehmen sowas wie einen digitalen Flaschenhals? Ich hatte mal als Stichwort aufgeschrieben, wie sieht es eigentlich aus mit gut ausgebildetem Nachwuchs in diesen Themen wie Softwareentwicklung und Co.?
Ja gut, das ist vielleicht so eine typische Frage, die man sich so von außen klassischerweise vorstellt. Fachkräftemangel hat ja auch jeder schon mal was von gehört. Aber die Wahrheit ist daneben, dass sich unser Fachbereich, wenn man es mal so nennen möchte, permanent extrem verändert. Das heißt, das Wissen, was du vielleicht während einer ganz tollen Ausbildung erlernt hast, das wirst du in der Form so nicht anwenden. Nichtsdestotrotz kannst du nie genug gute Leute haben. Wir haben auf der einen Seite gute Leute an Bord, aber mehr davon schaden nie. Und das ist deswegen automatisch natürlich eine Art von Flaschenhals, die du natürlich als Vorstand, als Verantwortungsträger automatisch spürst. Du hast immer das Gefühl, hätten wir mehr, würden wir auch mehr bewegen können, weil wir vielleicht an noch ein Thema parallel arbeiten können, ob das dann wirklich so ist. Du hast die Leute im Moment nicht mehr, also musst du halt kreativ schauen, wie du Prozesse optimierst, wie du die Begeisterung schaffst, dass eben die, die da sind, Bock haben, auch Neues zu lernen, damit du Neues erreichen kannst. Also es geht eher darum, flexibel im Kopf zu sein und sich weiterzuentwickeln, sich auf neue Herausforderungen einlassen zu können. Also es ist dann doch eher Personality. Ja, ja, das ist sicher ein Learning, das wir so aus den letzten 10 Jahren mitnehmen können. Vor 10 Jahren haben wir noch darüber diskutiert, wie wir den Leuten, den Kindern im Kindergarten schon Basic-Programmieren beibringen. Davon sind wir Gott sei Dank heute ein Stück weit weg. Es sieht heute nicht mehr nach einer einzelnen Programmiersprache aus, sondern eher nach Problemlösungskompetenz. Lena, zu dir. Du hast das Schlusswort, du hattest auch das Eröffnungswort. Du darfst dir was wünschen. Einfach mal so. Ja, wir haben nächsten Montag eine neue Bundesregierung in Sachen Digitalisierung. Mach nichts anderes. Also natürlich wünsche ich mir auch das, was hier gerade schon gesagt wurde. Aber noch viel mehr wünsche ich mir, dass die Regierung und vor allem die Bildung endlich digitalisiert wird. Also ich finde, in Corona war es eine Katastrophe, was in den Schulen passiert ist. Dann wurde immer auf uns Unternehmen gezeigt und es wurde gesagt, hey, ihr müsst mehr machen, ihr müsst mehr machen. Also sorry, aber fangt endlich bei euch selber an und werdet ein Vorbild. Und das ist, finde ich, dringend notwendig. Das ist ein Applaus wert, auf jeden Fall. Als Vater zweier Waldorfschulkinder, ich weiß genau, wovon du sprichst. Also, so, jetzt noch einmal eine große Runde Applaus für einmal die komplette Runde. Vielen Dank, Lena, vielen Dank, Jan, vielen Dank, Bernhard, vielen Dank, Herr Rieck, vielen Dank, Herr Lange. Danke. Darf ich euch von der Bühne bitten?